Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Schwänzbord FIFA. Ich habe für mich ein bisschen weitergespielt, aber allzu viel habe ich jetzt nicht gemacht. Am Bahnhof habe ich zwei Schattenfahrten gemacht. Ich zeige euch das anhand der Linien. Einerseits fährt hier eine Dampflok mit ein paar Wagen da mal rein, fährt da vorne auf dieses Stumpfgleis und dann wieder retour. Und da hinten ebenfalls eine Dampflok auf, ich glaube, Gleis 2 ist das. Einmal hier so rein, fährt dann da wieder rein und dann fährt er hier Richtung Lokschuppen und fährt wieder raus. Die zwei Kandidaten schauen hier so aus. Immer so eine kleine Dampflok hier. Die 70er hier. Interessant, dass die Wagen hier auf der rechten Seite aufgehen und nicht auf der linken. Aber vielleicht ist die Idee so, dass hier die LKWs dann hinfahren und dann direkt umladen in den LKW. Naja. Ansonsten noch ein bisschen Deko überall, noch ein bisschen hinklatscht. Und der Zug hier hinten hat einfach zwei Personenwagen hier hinten dran. Wobei ich glaube, das werde ich nochmal austauschen, dass das Güterwagen sind. Weil wenn der hier auf das Gleis hier reinfährt, wahrscheinlich auch hier Güterwagen. Ich glaube, das wird besser passen. Eventuell, wisst ihr was, das machen wir jetzt vielleicht gleich. Eher so Kohlewagen würden Sinn machen. Cargo, was hätten wir denn da Schönes? Ah, machen wir kurz Pause, weil ich möchte das gleich sehen. Klappdeckelwagen, Wuppertal. Austauschbauart. Klappdeckelwagen, wie dieser Wagen in Verbandsbauart der Gattung K, irgendwas für das messempfindliche Schutzgüter war nur in relativ geringer Stückzahl im Vergleich zu anderen Güterwagenbauarten von den Bahnverwaltungen beschafft worden. Im Gegensatz zu Änderungen hatten die bereits eine Bremse. Okay, messempfindlich. Das klingt eigentlich gar nicht mehr so doof. 2, 3, 4. Machen wir so. Das ist Bremserhaus mit dazu. Was hast du jetzt für ein Problem? Achso, Passagierstationen könnte ich mir gut. Ja, so, ja, das ist eigentlich egal. Ah, deswegen, ja. Einmal ganz kurz anschauen. Okay, das sieht witzig aus. Ja, das Blöde ist halt jetzt, ich werde die Meldung nicht wegkriegen. Ja, okay, da bleibt es halt doch beim Passagierwagen. Weil ich hätte das hier gern meldungsfrei. Passagier, okay. Da kann man ja nichts irgendwie als Güterwagen zweckentfremden. Ausflugslore. Nee. Irgendwas Altes, was Billiges. Genau, das wäre dann ein bisschen eine Bahnhofsrundfahrt. So kann man sich vielleicht irgendwie vorstellen. Gepäckwagen, Personenwagen zweiter Klasse. 1, 2, 3, 4. Und dann hätte ich noch gehört. Ach du Scheiße. Ich habe eine AE814 als Lok. 20 Millionen. Oh, wir brauchen eine elektrische Strecke. Ich will die 814 sehen. Ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass ich die als Mod installiert habe. Wie cool. Generell, wir haben jetzt ein paar geile elektrische Loks. Wir brauchen eine elektrische Strecke. Ganz dringend. So, Force Reverse. Alles klar. Wie schaust du jetzt aus? Ja, die sind doch eigentlich recht schnuckelig, oder? Ja, da kommt der Intercity. Dem habe ich übrigens die Waage ausgetauscht von Orient Express zu den normalen, damit er mehr Kapazität hat. Damit er erstmal Gewinn macht. Und ich möchte noch den zweiten Intercity machen von da. Ich möchte die Symbole mal wieder einblenden, damit wir wissen, wo wir sind. Also von Yangon bis nach unten. Hyderabad, dass der da die ganze Strecke einmal abfährt. Ich glaube, das könnte funktionieren. Was ist jetzt eigentlich bei dir mit dem Wirtschaftsbedarf? Ist eigentlich okay? Also wirklich am Wachsen bist du nicht. Hm.
Ich glaube, wir sollten hier mal Werkzeuge hinbringen, damit hier die Stadt wächst. Aber wo könnten wir hier Werkzeuge produzieren am einfachsten? Braucht das eigentlich noch irgendeine Stadt von uns? Ja, Cheddar. Oh, Werkzeugfabrik. Oh, Yangon, da hätten wir eine Industrie. Also da wären die... Oh, wir brauchen... Hä, wie soll das funktionieren? Für Werkzeug kriegen wir dann dreimal Bretter. Ah, da sehe ich jetzt was. Da haben wir das Sägewerk, da hätten wir hier den Wald und Werkzeugfabrik. Das könnte man elektrisch machen. Ist das vielleicht nur irgendwie in einer geileren Konstellation? Nee, ich glaube nicht, so wie ich das sehe. Außer wir machen es uns das Custom. Oh, das wäre eine ziemlich weite Strecke hier für Werkzeug. Da bräuchte man noch ein Güterterminal. Okay. Aber bevor wir das mal machen, werde ich mal die Strecke von da unten nach da oben, nach Jakarta machen. Dann haben wir hier noch Verkehr und dann kümmern wir uns um die Industrie. Den Bahnhof hier Jakarta, den habe ich schon mal platziert. So Mediterranean Style. Nicht sehr viel los. Aber der hat diesen... Hört ihr das im Hintergrund? Diesen komischen Soundeffekt? Ist mega komisch. Keine Ahnung, ob das in die Lüftung oder sowas simulieren soll. Das bewusst ein bisschen draußen. Die T-Kreuzung hier unten, die steht auch schon. Das sind jetzt hier 140er-Kurven. Und hier unten, wenn der Kollege hier mal gleich vorbeifährt. Sind es auch hier 140er Weichen. Also ich denke mal, das reicht erstmal für die Züge, dass die da 140 fahren. Okay, von der Streckenplanung. Ich glaube, wir bleiben hier auf der rechten Seite. Naja, wobei, rechte Seite, glaube ich, könnte hier blöd sein. Außer wir schlängeln uns hier irgendwie so durch. Ah, linke Seite, Entschuldigung. Oh, habe ich jetzt rechte Seite gesagt? Bin mir gar nicht sicher. Wenn wir, angenommen, wir fahren jetzt hier auf der rechten Seite, machen wir hier eine große Kurve dann hier rein. Dann so, dann da hoch. Ansonsten hier drüber über die Straße. Ja, mach ein bisschen Tunnel-Action. So, 140, 160 würde ich sagen, fahren wir dann hier weiter. Ja. Erstmal gerade. Und dann auch gleich mit dem Parallel-Tracks arbeiten. Die ganze Sache muss ich dann später noch löschen. Okay, Parallel Tracks bitte an. Eine leichte Kurve, dann gerade. Das Sinn. Ja, wir fahren hier mit dem Tunnel durch, ja. Machen wir hier so eine leichte Kurve. Wenn ich jetzt bei dir sage, du sollst gerade bleiben, wo kommst du dann dahinter raus? Dann bist du auch hier drunter. Aber so viel Höhenunterschied wäre es gar nicht. Aber da hinten, glaube ich, geht es wieder runter. Lass mal ganz kurz schauen. Ja, bis da hinten ist es fast ebenerdig. Ja, ganz gerade geht auch nicht. Ja, sowas sieht dann halt irgendwie beschissen aus hier. Ich könnte höchstens sagen, wir lassen das ein bisschen durchhängen. Es reicht nicht. Wollen wir da ein bisschen terraformen? Ja, ich glaube, wir tun hier mal ein bisschen terraformen, damit das hier ein bisschen höher ist.
Einmal Anhebungstool. Größer. Das wird jetzt gleich richtig teuer. Ja, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ja, da braucht man dann noch ein Bäume so ein bisschen rauf. Okay. Einmal Geld sammeln, bitte. Damit ich hier meinen Tunnel bauen kann. So, ich würde sagen, für euch mache ich mal ganz kurz einen kleinen Cut und dann bauen wir hier weiter. Okay, ich habe mich jetzt anders umentschieden. Wir machen jetzt hier doch keinen Tunnel. Wir werden jetzt doch da so ein bisschen seitlich vorbeifahren, so eine Kurve und dann hier wieder rein, damit das Streckenprofil einfach interessanter wird. Und ich hatte jetzt gerade vorhin noch ein paar Millionen und genau in dem Moment, als ich wieder sage, wir gehen wieder rein, geht er mir ins Minus hier. So. Ich glaube, die Kurve sollte jetzt weg sein. Das ist das gerade Stück. Hier so ein kleiner Schwenker, gerade und dann wieder rein. Ich glaube, ich nehme jetzt einen Kredit. Das ist ja doof. Ich kann es mir ja leisten. Oh, Autosave. Jedes Mal wieder. So, es reicht. Also, 160. Eine Kurve ungefähr so. Sieht aus, wenn du gerade bleibst. Ja, wir machen das erstmal gerade hier. Jetzt eine langgezogene Kurve hier so rein. Nein, ich müsste mal die weiterziehen. Irgendwie so. Ah, bis zum Bahnhof. Und dann ab hier grad und dann aufsplitten auf vier Gleise. Okay, probieren wir das mal so. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Einschnitt. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal so schlimm. Eben, dann haben wir hier die Kurve, gerade Kurve. Hier die Straße muss jetzt auch erstmal weichen. Ja, ich weiß. So, du kannst dich jetzt hier ins Profil wieder anpassen. So, und wie schließe ich das jetzt am doofsten an? Mache ich wieder das V, wie ich es beim anderen Bahnhof gemacht habe? Das wird heißen, dass ich das so verbinde. Genau das wollte ich jetzt nicht. Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich angefangen habe. Ich mach's nochmal komplett neu. Diesmal aus. Dankeschön. Und einmal hier so rein. Und jetzt irgendwie schlauerweise die hier drin noch anbinden. Nee, das ist irgendwie doof. Wir machen das anders. Ich glaube, wir bauen zuerst das Gleisvorfeld, bevor ich den Anschluss da von der Strecke mache. Aber alles in der Kurve. Sagen wir mal, Gleisvorfeld 80. Das ist schnell, sagen wir 60. Wird das hier so die Referenz? Ungefähr so. Kommt das hin da so gerade? Nee. Ein bisschen mehr eine Kurve, damit wir da einen kleinen Klick reinkriegen. Okay, machen wir das so. Parallel checks es aus. Und dann ziehen wir hier mal so raus. Dann mache ich hier mal das Gleis als Stütze. Warum? Wieso geht jetzt das nicht?
Ah, jetzt geht's. Muss ich noch ein bisschen anders greifen. Okay, das mittlere Gleis könnte man zumindest... das Teilstück lassen. Das Abstellgleis. Ich meine, das ist doch... Ach nein, nee, das war jetzt optische Täuschung. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie höher als mit das hier. Und dann müssen die Kollegen da hier irgendwie zusammenkommen. Beziehungsweise wir brauchen hier noch die Kreuzungsweichen. Da machen wir mit Abstand. Mit 60. Geht das parallel hin? Ja, geil. Ja, ich glaube, das ist alles auf der gleichen Höhe. Sehr gut. Das die können dann hier überall hin und her wechseln. Wir machen hier eine Weiche nach. Da. Und so macht es Sinn. Ja, warum eigentlich auch nicht? Okay, das bleibt hier zu und der Merge auf 1. So, ich hab's noch mal gemerkt. Es geht. So, wie doof sieht das jetzt aus? Haben wir jetzt so einen komischen Schlenker hier links drin? Kann man das lassen? Aber das Ganze macht jetzt irgendwie wenig Sinn, weil... Wenn wir jetzt hier auf der rechten Seite reinfahren, müssen wir irgendwie aufs untere wieder reinkommen. Also man müsste dann eigentlich irgendwie sowas basteln. Genau, mal mit 100, wenn es geht. Brauche ich da zweimal das Ganze? Eigentlich nicht. Also alle Züge, die da reinfahren und da enden, die können dann wechseln, fahren dann hier wieder retour. Und hier, ja, ich denke, das ist erstmal so okay. Andererseits, glaube ich, werde mir hier nochmal die Kreuzung machen. Mit 100, für alle Fälle. Können spätestens da noch mal wechseln. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass wir hier so ein Ditch hier drin haben. Ah, so ganz warm werde ich mit dem Gleisvorfeld hier noch nicht. Und irgendwie so einen kleinen Abstellbereich bräuchte man noch. Wenn wir jetzt sagen... Intercity halten innen, Regios draußen. Macht Sinn, ne? Wenn dann die Abstellungen gerade auf der Außenseite sind. Ich würde sagen, wie viel Platz haben wir da hinten? Gehen wir vielleicht gerade von hier weg. Gerade bleiben. Und machen hier eine Abstellung. Irgendwo hatte ich einen weichen Baukasten. War der hier in dem Menü drin? Gleiskonstruktionen, weichen Baukasten, die AT, Crossings. Ich brauche einen Fächer. Aber genau auf die andere Seite. Turnout, unser Gleise machen wir mal, ich würde sagen, 3. Turnout, das kleinste. Naja, 3. Orientation links.
Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen weiter nach draußen. Okay. Konstruktionen bitte nochmal. Bisschen eng, bisschen eng. Okay, und hier 20er. Alles gerade. Okay, dann haben wir jetzt hier noch ein paar Abschnitte. Aber das sieht jetzt irgendwie voll schräg aus mit dem Winkel, oder? Das wäre doch eigentlich eher ein bisschen parallel zu dem hier. Außer wir lassen uns was einfallen, was hier reinpasst. Vielleicht Stellwerk oder so. Ich lasse das erstmal. Und wollen wir den Bahnhof ab hier elektrifiziert machen? Dass wir hier sagen, das ganze Vorfeld hier ist elektrifiziert. Das halt nicht. Und dann geht es da oben elektrisch weiter. Ich glaube, das machen wir. Dann ist es hier ab Jakarta da oben elektrisch und da unten halt Dampf- oder Dieselbetrieben. Dann machen wir hier wie so eine Übergangsstelle. In die Oberleitung irgendwie bis hier hin oder so. Okay. Ja, passt. Ich würde sagen, ich werde mal ganz kurz die ganzen Signale hier reinpflanschen und dann sehen wir uns hier gleich wieder.
Okay, ich bin erstmal fertig mit Signal und Oberleitungen. Die Oberleitungen sind noch nicht perfekt. Fürs Erste reicht es erstmal. Ich bräuchte da wesentlich mehr Spezialmasten. Aber mit Oberleitungsbau, da bin ich leider nicht so gut. Das ist nicht so meine Stärke. Vor allem hier hinten hätte ich irgendwie gern so ein Abspannwerk. Keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll. Erstmal habe ich hier diesen Spezialmasten dahingesetzt. Nicht gerade die Yellow of the Egg, aber es passt. Stellwerk gibt es jetzt auch. Das hier. Ja, ist jetzt keine Schönheit, aber glaube ich, passt zu dem modernen hier. Das nächste wäre jetzt hier noch ein bisschen Schönbau zu machen, aber hier jetzt nicht allzu viel hier anzuschließen und dann die ersten Züge fahren zu lassen. Und wenn das gemacht ist, müssen wir schauen, dass wir hier mal diese Werkzeugproduktion hinkriegen. Irgendwie da oben, und zwar schlau. Und da möchte ich gern mit E-Loks fahren. Wissen Sie generell, ich möchte hier irgendwo gern E-Loks einsetzen, wo es dann Sinn macht. Ja, in der Episode ist jetzt nicht sehr viel passiert, außer dass wir die Strecke jetzt hier gemacht haben. So. In der nächsten gibt es wieder Schönbau und dann schauen wir mal weiter. Aber dann will ich echt mal ein bisschen Elektrogebiete hier drin haben. Vor allem die I414? Zum Beispiel vergessen. Was hast du dir für die Nummer? Dampflok, elektrisch. 814. Entschuldigung. 814. Die möchte ich dann hier irgendwo sehen, auch wenn die dann ein kleines Vermögen kosten wird. Ah, ich würde sie ja so gern dann hier auf der Hauptstrecke runterschicken, aber das wird erstmal nicht elektrifiziert. Nur der Teil da oben und was halt noch dahinter kommt. Wobei ich sehe, so viele Städte haben wir gar nicht mehr. Nach Jakarta kommt Shenyang noch hat's zum Anschließen und Pune. Aber dann noch eine Stadt, die noch nicht angeschlossen ist. Nö, das war's. Das sind noch die zwei Städte. Und dann kann man sich überlegen, was man noch weiter hier auf der Karte macht. Aber das ist noch weit in der Zukunft. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn hier der Ausbau bei Jakarta weitergeht. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.